Heute willkommen wieder auf meinem Kanal. Wir machen weiter bei unserem JavaScript-Game. Letztens waren wir an dem Punkt angelangt, dass wir ein Viereck in unserem Canvas herumbewegen können. Das ist schon weit, aber heute kommen wir zu einem wichtigen Teil, nämlich Physik. Und zu der Physik gehören die Kollisionen. Und ich weiß nicht, ob sich das alles in einem Video ausgeht. Ich werde es versuchen, aber es ist möglich, dass ich das in mehrere Videos unterbringen muss. Weil es sind insgesamt, habe ich mir zusammengeschrieben, 6 verschiedene Klassen bzw. Interfaces, die wir da machen müssen. Und deswegen wird es ziemlich viel sein. Mal schauen, ob wir das unterkriegen. Aber damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, wir starten gleich mal durch. Also, das Letzte, was wir gemacht haben, ist der Input, damit wir Benutzereingaben abfangen können und ein kleines Code-Teil, wo wir einen kleinen Code-Teil, wo wir ein Viereck bewegen können. Und heute, das Erste, was wir machen, ist, dass wir ein Interface machen. In Java, wer das noch nicht weiß, ein Interface ist sowas, da gibt man einem Objekt eine Fähigkeit. Zum Beispiel, man macht es speicherbar, damit man es einfach in eine Datei speichern kann. Damit ich zum Beispiel dieses Rechteck einfach in eine Datei speichern kann, indem ich zum Beispiel sage, rectangle.save, ja, und das ist ein Interface. Ich hoffe, es ist ganz schnell erklärt. Also es gibt die Sache daran ist, es gibt Funktionen in diesem Interface, aber die haben keinen Code drin. Ja? Und das heißt nur, jede Klasse, die dieses Interface besitzt, muss diese Funktion implementieren. Das heißt, das Rectangle muss selbst sagen, was passiert, wenn es gespeichert wird. Das heißt, es implementiert Interface und dann sagt man, muss man diese Methode überschreiben. Und infolgedessen kann man sie dann natürlich aufrufen. Wozu das gut ist, man weiß, dass dieses Objekt zeichenbar ist und man muss sich nicht darum kümmern, wie es gezeichnet wird, sondern das macht die Klasse an sich. So, und so ein Interface wollen wir gleich 3 Stück davon, nämlich Paintable, Collidable und Physics. Paintable ist das, dass wir es einfach die Methode Paint reinpacken können und das dann schnell auf das Canvas zeichnen können. Ups, was ist jetzt passiert? So. Da es aber in dieser Form von Objektorientierung, die wir hier verwenden, deswegen ist es auch keine Objektorientierung, nicht gibt, das sind eben ist Vererbung. Und dadurch, dass es diese Vererbung nicht gibt, gibt es keine echten Interfaces. Aber ich habe einen anderen Weg gefunden, das zu lösen. Also, das erste ist Paintable. So. Also, zuerst schreiben wir das Ganze wie ein Konstrukt, das hat aber keine Parameter, ne? Außer vielleicht ein Canvas, aber nein, passt auch. Also, Paintable. So. Da ist keine, ja, braucht man eigentlich, machen wir es trotzdem für das Konstruktor-Argument. Und was, wie wir gesagt haben, ein Interface braucht eigentlich nur Funktionen und da ist die Function, also this.paint ist gleich function und da kommt ein Canvas mit, also nicht wahr, sondern Canvas, das kommentieren wir natürlich. Canvas. So, und in diesem Canvas können wir jetzt wir geben jetzt mal keine Implementierung rein, weil wir gesagt haben, das Interface selbst macht gar nichts, sondern nur die Klasse, die es dann beerbt, sozusagen. Ja? Und damit ist dieses Interface an sich eigentlich schon fertig. Das nächste Interface ist Collidable. Das heißt, dass wir reagieren darauf, was passiert, wenn zwei Dinge kollidieren, kriegt es das mit. Ja? Und Kollide. So. Wieder den Standardkonstruktor Function. Ich hoffe, ich schreibe Collidable richtig. Auch die, der hat keine Parameter. So. Der hat aber einige mehr Funktionen, nämlich erstmal hat er die Funktion onCollide. Und der kriegt da ein anderes Collidable mit. Der Other nenne ich es. Das ist auch ein Collidable.
Aha, er kennt noch nicht das mit, oder? Also, Fehler von mir. Ist gleich Function. Ada, genau. So, nämlich, das ist dann das Argument, welcher andere Typ reinkracht. Dass das funktioniert, dass das mitgegeben wird, regeln wir dann später. Ne? So, der Ada ist natürlich ein Collidable, weil man kann nur mit einem Collidable zusammenstoßen. Ne? Was noch wichtig ist, ist Collidable. Also das kann ja sein, dass sich das mit der Zeit ändert. Zum Beispiel der Spieler kann für eine Zeit nach dem Spawnen unverwundbar sein und für diese Zeit ist er dann nicht collidable. Ist collidable. Ja? Ist gleich Function. So, das gibt eigentlich, also es gibt was zurück und braucht keine Argumente. Und da habe ich diese schöne geschwungene Klammer gelöscht. So, und das ist, das hat ein Return, weil das gibt ja natürlich einen Boolean zurück. Achso. So, dann brauchen wir die Methode. Was brauchen wir noch? Genau, this Punkt ist blockt, also ob sich der Gegenstand bewegen kann. Weil wenn er sich nicht bewegen kann, dann hat das eine Auswirkung auf den zweiten Kollisionspartner. Ja? Also ist blocking. Ja, ist gleich Function. Das gibt wieder nur einen Boolean zurück. Da können wir uns die Dokumentation von oben kopieren. So. Vorerst fällt mir da jetzt nicht mehr ein, was wir brauchen. Ja, also das sieht vorerst mal gut aus. Dabei kann ich es vorerst mal belassen. Soweit ich das sehe. Und jetzt brauchen wir ein drittes Interface, nämlich Physics. Und mittlerweile denke ich daran, diese Interfaces in eigene Ordner zu tun. So, Collidable ist ein Interface und Paintable ist ein Interface. So, Input Canvas. So, dann gebe ich noch ein, mache ich noch einen Ordner für Geometrie. Geom nenne ich es. Also in diesem Fall ist das Size, Rectangle, Position, damit das Ganze ein bisschen geordneter ist. Sowas wie Packages in Java halt. So. Passt. Natürlich noch ein Ordner für CSS. Weil da kommt wahrscheinlich noch einiges dazu. So. Passt. Dann machen wir uns noch einen Ordner Scenes. Scenes machen wir zwar heute noch nicht, aber damit es mal schon die Ordnerstruktur ist, da ist Scene. Und da geben wir das HTML rein, weil das auch eine Scene ist, wie es schon im Namen steht. Und wir brauchen aber natürlich ein Index.html, die dann darauf zeigt. Vorerst brauchen wir das aber nicht, da das sozusagen gleich geöffnet wird. Ja? Canvas, Input und JS lassen wir mal Touch und Input lasse ich mal da drin. Und jetzt beginnen wir, nachdem wir unsere zwei Interfaces haben. Achso, nein, wir brauchen ein drittes, nämlich das Physics-Interface, habe ich es genannt. Yeah. Physics. So, nämlich Function. Physics. Physics. Dokumentieren wir es wieder als Konstruktor. Und da sagen wir jetzt die Funktion Methode is affected
bei Gravity. Gravity ist gleich Function. So, da kommt kein Parameter rein. Und wir haben wieder einen Boolean als Rückgabewert, weil is, immer wenn eine Methode mit is beginnt, hat die eigentlich einen Boolean als Rückgabewert. Ganz selten was anderes, beziehungsweise nie. Boolean. So. Diese Methode sorgt eben dafür, dass ein Gegenstand nur angezogen wird, der physikalische Fähigkeiten hat, wenn er will, sozusagen. Also zum Beispiel, dass die Teile, die in der Welt sind, nicht von der Gravitation angezogen werden, aber trotzdem physikalische Eigenschaften haben. Ja. Vorerst ist das die einzige Methode. Es werden da wahrscheinlich sicher noch welche dazukommen, weil ich habe jetzt sicher nicht alles bedacht. Aber wir können jetzt eigentlich zu den Klassen kommen. Und die kommen in ein neues Package wieder. Game Elements. Nenne ich das jetzt Elements. So. Und das erste da ist ein Level. Und dieses Level besteht also wieder erstmal aus einem Konstruktor. Level. So, normalerweise besteht ein Level aus einem zweidimensionalen Array, also sozusagen einem Raster. Und in diesem Raster sind dann jeweils Vierecke drin, die dieses Level aufbauen. In unserem Fall machen wir es uns aber einfacher. Wir nehmen uns Bilder, also Vierecke, und daraus bauen wir uns dann die Welt zusammen. Ne? Aber die müssen nicht nach einem bestimmten Muster angeordnet sein. Das heißt, wir haben erstmal eine Größe von dem Level. Achso, nein, die haben wir nicht. Ja, das heißt, wir haben eigentlich hier soweit keine Begrenzung. Und ich glaube, wir brauchen da einen Namen vielleicht, ja. Aber das ist jetzt mal unwichtig für das, was wir jetzt, für das, was ich es jetzt brauche. Wir sagen einfach this Punkt Tiles. Ups. Tiles ist gleich ein Array. Ja? Also das sind die verschiedenen Teile, aus denen das besteht. Dann haben wir noch Items. Und Gegner. Ja, alles leere Arrays. Die kann man dann halt nachher befüllen. Das liegt dann an dem Benutzer, möchte ich mal sagen. Aber was jetzt wichtig ist, deswegen haben wir uns die Interfaces geschrieben, dieses Ding ist paintable. Ein Level kann man an ein Canvas zeichnen. Ja? Und dass das funktioniert, das machen wir so. So. Wir machen uns hier this Punkt und jetzt müssen wir einen einheitlichen Namen für paintable definieren und ich würde euch raten, ihr nehmt einfach paintable. Und wieso, was meine ich mit einheitlich? Wenn ihr dann andere paintable Objekte macht, also die man zeichnen kann, müsst ihr diese Variable genauso nennen, damit man sie dann später leicht finden kann, beziehungsweise dass man sie finden kann, ja? Ist gleich new paintable. So, das war es jetzt aber nicht, weil wir müssen erst diese Funktionen implementieren, da die ja bis jetzt nichts machen. Und ich habe. Nein, die hat eben. Kann was. Paint, this.paintable. Punkt paint. Can was. Ist gleich new ist gleich function. Achso, das kommt da hinten hin. Ich bin so gewohnt, dass das daher kommt. Das ist abartig. Canvas. Ich schreibe hier jetzt nochmal her, am besten, dass das ein Canvas ist, weil sonst bekomme ich die falschen Autokorrekturen. Canvas. So, und was machen wir, wenn ein Level gezeichnet wird? Wenn ein Level gezeichnet wird, dann sagen wir, zeichnen wir einfach alle Tiles, alle Items und alle Enemies. Was wir zuerst zeichnen, ist hinter allem anderen. Das heißt, wenn ich zuerst die Welt zeichne und dann der Spieler ist der Spieler über der Map, falls er
auf ihr sein sollte. Ja? Das heißt, wir zeichnen zuerst mal die Tiles, weil die sind ganz im Hintergrund. Beziehungsweise könnten wir uns hier noch ein Hintergrundbild für die Map mitgeben lassen. Das lasse ich jetzt aber vorerst mal, weil ich da keins hätte momentan. Und was machen wir da? Hier sagen wir mal Canvas und er sollte uns hier gleich an Paint, Image und Rectangle. Und das reicht uns vorerst auch, weil wir uns unsere Welt jetzt mal nur aus Vierecken zusammensetzen, nämlich den Tiles. Ah, nämlich wir gehen über alle Tiles drüber. Ja? War, ich lege mir I da oben an. I ist gleich 0. Solange I kleiner ist als die Tiles. This.tiles.length wird das natürlich dann ins Hochgezählt, damit wir keine Endlosschleife zusammenkriegen. So, und jetzt aha. Ich verstehe nicht ganz, was er will. Naja, was auf jeden Fall eine gute Idee ist, und das mache ich jetzt auch, dass ich diese Paint-Methode in das hier selbst schreibe. Also this.paint ist gleich Function Canvas. Semikolon. Und das gebe ich hier dann rein. This.paint. So. Damit das this sich nicht auf das Paint-Level bezieht, das ja eigentlich ein eigenes Objekt ist, sondern auf das Level. Ja? Deswegen hat er mir hier angezeigt, dass das ein falsches this sein könnte, wenn es aus der falschen Methode heraus aufgerufen wird. Genau. Und jetzt zeichnen wir dieses Teil. Also sage ich Tiles, this.tiles, an der ithen Position sagen wir, und jetzt ist es wichtig, jetzt wisst ihr, die Tiles, die implementieren Paintable, ja, die sind auch zeichenbar. Und jetzt verwendet ihr den diesen Namen, um darauf zuzugreifen. Punkt Paint. Und jetzt wissen wir auch, da muss ein Canvas mit und das ist natürlich dasselbe Canvas, auf das die Welt gezeichnet wird. Canvas. Was? So. Und da seht ihr jetzt schon, warum wir das machen. Wir zeichnen noch die Items und die Enemies. Wir könnten sie auch NCPs nennen. Und das hat den Vorteil, ihr seht, wir müssen hier jetzt nur die einzelnen Teile zeichnen und müssen nicht sagen, okay, Teil 1 zeichnest du dahin, Teil 2 dahin, sondern wir gehen einfach über alle Paintable-Teile drüber und zeichnen die, weil wir wissen, die haben ein Paintable drin und die haben ein und Paintable hat ein Paint drin, ja? So, genau, und damit können wir das Level jetzt schon zeichnen und damit ist es eigentlich mehr oder weniger auch schon fertig. Ich frage mich noch, es wird nicht von der Schwerkraft angezogen und man kann auch nicht wirklich gegen die Welt selbst rennen, sondern nur gegen die einzelnen Tiles. Ich lasse es vorerst. So. Das nächste, was wir machen, der Player. So, musste ich sogar jetzt schnell nachschauen. Musste ich schnell nachschauen. Genau, der Player. Und der kommt auch in Game Elements. Der ist ja ganz eindeutig eines. Der Player. So, der Player braucht original auch. Doch, der kriegt einige Werte mit. Einmal den Speed, einmal
Den Speed, kriegt er sonst noch was mit oder war es das? Geben wir ihm vorerst mal nur den Speed mit, mehr braucht er nicht. Ich bin so stinkfaul. Dieses Plus 1, Minus 1 mache ich nur, damit er es als Number erkennt und es da oben auch als Number erkennt. Weil man kann nur zu einer Zahl was hinzufügen. Cool, dass er es trotzdem nicht erkennt. Nice. Also, eine Number. What? Ich habe gedacht, Number schreibt man groß. Verwirrt mich immer mehr und mehr. So, das kann ich löschen. Es hat ein Speed. Was hat der Spieler noch für Werte? Sonst eigentlich nichts. Und dann kommt schon, ein Spieler hat ein Rechteck und da wir ja nicht erben können aus Rechteck, müssen wir es als Objekt hinzufügen. This Punkt Bounce ist gleich New Rectangle. Und wie groß dieses Rechteck ist, ich mache jetzt mal. Achso, zuerst braucht er die Position. Ja, wo spawnen wir denn den Spieler? Ah, das lassen wir uns einfach mitgeben. XY. So, der kriegt X und Y. Was ist der nächste Parameter? Zeige es mir an. Nein, du sollst mir nur anzeigen, was da als nächstes kommt. Ah ja, Width und Height. Also wie breit ist der Spieler, sagen wir. 20, 40, 50 Pixel. Und hoch ist er 150, 140. Ah, danke, dass du es mir erst jetzt anzeigst. So ein bisschen zu spät. Gibt es noch was? Ja, er ist erstens von der Gravitation anziehbar, also this.gravity ist gleich new Physics. Die Gravity. Ah, this.gravity. Punkt is affected by gravity ist gleich function return true. So, ja, der ist von der. Oh, ich habe Gravity falsch geschrieben. G. Gravity natürlich. So. Ein Semikolon gerade noch dahinter. Dann ist er zeichenbar. Und da habe ich mir ein Bild rausgesucht. Ich verwende jetzt nicht das Originale, weil da könnte ich vielleicht Ärger bekommen, wenn ich das auf YouTube zeige, dass ich da ein fremdes Bild verwende. Das ist nämlich der IT-Boy.gif. Der ist auch gleich animiert. Das sieht man hier jetzt nicht. Aber den werden wir verwenden. Oder zumindest ich. Die Hitbox von dem ist ein bisschen blöd gestaltet, weil die da relativ groß ist und dadurch würde er schweben, wenn er da auf dem Bild steht. Aber wir wollen mal nicht so sein. 150 mal 109. Okay, gut zu wissen, dass der Spieler doch ein bisschen größer ist, als ich gedacht habe. So, und die Assets, die kopiere ich mir gleich mal alle. Ja. So. 150 mal 109 war es. Das ist breiter als hoch. Das ist ein bisschen bitter. Bound oder Bounce? Nennen wir es Bounce. Jetzt haben wir Gravitation und this.paintable. Paintable, hallo. Also, table ist gleich. Und auch hier wieder den gleichen Namen wie vorher verwenden. Das gleiche zählt natürlich für das, weil das ja beides Interfaces sind. So. Und jetzt müssen wir hier this.painted. Paint. Gleich Function. So, und diese Function nennen wir, also die ist ja schon benannt. Da kommt ein Canvas mit, das wir wieder dokumentieren dürfen, dass es ein Canvas ist. Canvas
Und was passiert, wenn wir den Spieler zeichnen? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Da sagen wir einfach Canvas.paint Image. Der Pfad ist. Also warte, wir sind in einer Scene. Also Doppelpunkt slash s heads slash IT Boy ist klein geschrieben. Boy.gif. Ups. Nicht mit Vogel V. Und ein Rectangle, das sind die this.bounce. Und jetzt müsste, wenn wir einen Spieler hinzufügen, der Spieler schon gezeichnet werden. Ich mache die jetzt mal zu. Und wir machen hier uns statt einem Rectangle einen Player. Und der hat aber was als Argument ist Speed. Und das war es, glaube ich. Ja, das ist wurscht, weil der momentan ja noch nicht gehen kann. So, und jetzt müssten wir eigentlich mit dem Spieler mehr oder weniger herumgehen können. Wenn ich mich recht entsinne. Die Datei wurde nicht gefunden, ja, weil die jetzt in Scenes liegt. So. Wir haben erstmal keinen Spieler, das ist natürlich super. Player is not defined. Ja, wir haben wieder vergessen, alles einzubinden. Ich weiß nicht, kann man da nicht so ein, kann man ein Sammelskript machen, wo man das alles zusammenfasst? Das schaue ich mir jetzt schon an, weil wenn, dann ist das eigentlich ziemlich super. Dann brauchen wir das nicht in jede HTML-Datei reinschreiben. Bis dann. Also müssen wir auch dieses Skript einbinden. Die Interfaces kann man prinzipiell immer ganz oben hingeben, beziehungsweise nein, die brauchen das Canvas, also können. Ah ja, man kann ja nicht zusammen einbinden. Paintable braucht das Canvas, also kommt das unter das Canvas. Der Rest, Physik, braucht eigentlich nichts Besonderes. Hallo, Strg X, Strg V. Und dann gibt es noch Collidable, das braucht nur sich selbst, also kommt es auch darauf. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, diese Reihenfolge einzuhalten. Ich tue es halt allein der Schönheit halber. Level Player. Level gebe ich ganz unten rein, weil das braucht eigentlich fast alles, genauso wie Player fast alles braucht. Die haben ja ein Rectangle und Collidable und alles drin. So. Haben wir noch mehr gemacht? Nein, wir haben nur die verschoben und das hat sich automatisch geupdatet. Das passt. Ja, haben wir alle fünf neuen. So. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Also, wie seht ihr das? So. GetWith is not a function. Paint canvas.paintRectangle. Ein Rectangle, das keine Width hat, das finde ich eigentlich recht interessant. This.paint. Ich weiß jetzt nicht, von wo diese Handle-Funktion. Also Handle wird ja klar am Anfang einmal aufgerufen. Type error, rectangle.getWith is not a function. So, das ist der Player. Ich will nur kurz schauen, ob dem sein Rectangle richtig ist. Bounce. Das ist ein Rectangle. Size passt. Position. Passt mir irgendwie nicht ganz. Die wäre mir lieber, wenn sie nicht undefined wäre. Wie kommt das, dass der Player ein XY, also weil ich es nicht mitgebe. Das sollte ich vielleicht auch noch ändern.
spawnen ihn wieder bei 10, 10. Hat ja mittlerweile drei Argumente. So, der Fehler tritt immer noch auf. Was ist los? Canvas. Okay, das Canvas wird gemacht und ist. Und das ist aber kein Rectangle. Der Player ist kein Rectangle, deswegen können wir ihn nicht zeichnen. Nämlich in der Game Scene. Seht, hier wollen wir, sagen wir, Canvas zeichnen ein Rechteck, nämlich Rec. Das ist aber ein Player und kein Rechteck, deswegen funktioniert das nicht. Wir müssen das hier so machen. Rec.paintable.paint und hier dann das Canvas mitgeben. So. Das sieht jetzt, ist jetzt etwas kompliziert. Da das Painten und da das Painten und da das Paintable. Aber jetzt müsste es, jetzt dürfte es funktionieren. Es gibt zumindest keine Fehler mehr. Cannot read Y of undefined. Das habe ich schon vorgesehen. Irgendwie, der hat ein kleines Problem mit. Ich schaue jetzt mal, ob er überhaupt da ist. Ne, irgendwie der ist nicht ganz da. Paintable.paint. Ich habe beim Spieler aber eigentlich Paint implementiert. Ja, nämlich das soll sich ein IT-Boy auf die Bounce zeichnen. Das passt eigentlich schon, der Player. Jetzt ist nur die Frage, wieso funktioniert das nicht und wieso vor allem ist das 0,0? XY habe ich jetzt auf 10, 10 gesetzt. Das heißt, die Bounce haben keine Grund mehr. Und da liebe ich den Debugger von Chromium, genau. Weil der das eben ziemlich schön macht, wenn ich da jetzt runterdrücke, sagt er mir hier gleich, in welchen Zeilen Fehler sind und in welche er dann geschmissen wird. Ja. Hier ist rec.post und. Ah. Und schon wieder ist es mir klar, es ist ja das. Der Spieler hat ja an sich keine Position, sondern seine Bounds haben eine Position. So. Bounce. 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 So. Jetzt können wir ihn bewegen, wenn er denn da wäre. Ich versuche jetzt mal can.paint rectangle new rectangle 10, 10, 10, 10. Achso, das wird nur für ganz kurz aufblinken. Aber ihr habt gesehen, es war da. Es ist nicht lange da, das müsste in Paint rein. Aber es. So, und was ist jetzt, wenn ich sage Player, wie habe ich es genannt? Rec. Paintable.paint und da can mitgebe. Irgendwie, das wird nicht ganz gezeichnet. Ich schaue mir jetzt gleich mal an, warum. Vielleicht haben wir auch einfach was bei der Methode in Canvas falsch gemacht, wenn wir ein Bild zeichnen, weil es geht über das Bild im Endeffekt. Mir fehlt der Append-Child. Document.create ein Image. Und wir appenden es denn dann zu diesem Objekt. Da mache ich eigentlich nichts anders. Vielleicht muss ich hier, ups, URL, Klammer auf, plus path, plus so machen, aber ich glaube kaum, dass es was helfen wird. Nein, tut es nicht. Ich versuche es jetzt mal mit Canvas. Achso, wir können ja mal versuchen, ob wir es hinkriegen, einfach so ein Bild zu zeichnen. Nämlich mit can.paint Vielleicht muss man keine Pixel dranhängen, weil das kein CSS ist.
Genau. Jetzt haben wir hier mal zumindest das Viereck. Und wir stoppen das Canvas wieder. Und das Source passt eben nicht. Normalerweise wird ja auch nur der Pfad angegeben. Aber er wird ja noch nicht mal reingeschrieben. Das finde ich ein bisschen blöd, dass es auch, wenn es falsch ist, gar nicht reingeschrieben wird. Anstatt dass das Falsche reingeschrieben wird, dann würde man nämlich sehen, was falsch ist. So, ich versuche das jetzt Ganze jetzt mal Ach so, das ist kein Style. Was mache ich denn da? Ja, jetzt. Genau, jetzt haben wir da den Spieler. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit der Spielermethode wirklich. Weil das wäre super, wenn wir den jetzt wirklich bewegen könnten. Okay, er ist nicht mehr da. Das ist natürlich nur suboptimal. Rectangle. Paint, Able.paintCan. Was könnte da Paint nicht neu. Deswegen. PaintAble.paint ist gleich Paint. So, das Ganze kommt da oben hin. Und jetzt kann das Ganze auch funktionieren. Jetzt funktioniert es noch schlechter. Paint ist noch nicht mal defined. Achso, this.paint. Ach, also, wer will, kann gerne einen Counter machen und unten in die Kommentare schreiben, wie oft ich diesen this.fehler mache. Das ist unglaublich. So, jetzt findet er wieder die getWith nicht. PaintImage, itBoy.gif. Wo PaintImage? This.bounce, ja. Also ich muss schon sagen, das Rectangle, das hat eine Width, eigentlich. Wieso? Er sagt hier, diese Bounds haben keine Width. Also die setze ich ja eigentlich. So, er findet hier die Width, getWith nicht. Auf undefined. Nochmal ganz genau schauen. Rec, das hat. Lass mir jetzt mal Rec ausgeben, damit wir wissen, was da los ist. Die Bounds, also der Speed ist gesetzt. Die Bounds sind ein Rectangle. Was ganz darauf zeigt, dass. Also da ist das Rectangle. Es hat eine Size und es hat eine Position. Das heißt, die Bounds gibt es. Habe ich wieder irgend so ein. This.bounce. Und das ist da oben definiert. Das heißt, es müsste das da unten verwenden. Wir machen wieder diesen Trick, den wir vorher verwendet haben, weil ich nicht weiß, ob das nicht daran liegen könnte. Also, letztes Mal bei dem Video. Ja, jetzt funktioniert es und jetzt, ihr seht, wir können den Spieler herumbewegen. Jetzt sind wir zwar nicht viel weiter als letztes Video. Vom optischen her, aber wir haben einen Spieler, der prinzipiell von der Gravitation angezogen werden könnte und der gezeichnet werden kann. Und wir können ihn toll bewegen. Ja, und er wird animiert richtig. Das freut mich auch sehr, weil ich habe mir schon gedacht, dass das vielleicht Probleme machen könnte. Ich lasse den da jetzt einfach herumschweben. Und nachdem wir jetzt diese zwei Level haben, fehlt uns noch eine Klasse, weil wir wollten heute drei Klassen machen. Und das ist die Klasse Game. Und das ist jetzt das eigentlich das Große des. Und wir haben ja noch nicht 44 Minuten.
Deswegen, ich muss es trotzdem machen, weil das ist jetzt die Klasse. Da fügen wir alle Komponenten zusammen, und die importieren wir dann in Main, und dann sollte das ganze Spiel eigentlich rennen. Vom Grundprinzip her. So. Also, wir brauchen zuerst mal eine Function, die heißt Start. Und hier werden alle Circle gestartet, die das ganze Spiel leiten. Weil es gibt verschiedene Prozesse im Hintergrund. Vielleicht spielt ihr Musik ab, die ab und zu Musik spielt. Vielleicht macht also so Töne. Vielleicht macht ihr braucht auf jeden Fall einen Thread, der die Physik macht, einen Thread, der das Zeichnen macht. Obwohl das mehr oder weniger das Canvas übernimmt, da das ja seinen eigenen Counter hat. Aber wir müssen auf jeden Fall eine Physikmethode schreiben. Function on Physik Tick. Die Physik führe ich etwas öfter aus als das Zeichnen, da das Zeichnen ja, also ich führe es 60 Mal pro Sekunde aus, da will, dass Kollisionen sch so schnell aufgelöst werden, dass man es nicht sieht. Und deswegen sage ich Set Timeout on Physik Tick. Das Delay, sagen wir, ist 12. Das ist ein bisschen mehr als 60 Mal pro Sekunde. Und Arguments haben wir keine. Und was machen wir in der Physik? Wir haben oben mal ganz wichtig var player ist gleich new player. Der Speed, sagen wir, ist 20. X und Y sind 10 und 10 wieder. Der fällt halt dann runter. Dann haben wir ein Level, ein universelles. A Level ist gleich New Level. Get New Level. Hat ein Level einen Konstruktor? Momentan noch nicht. Okay. Passt. Das Level hat noch keinen Konstruktor, aber wir müssen ein paar Objekte hinzufügen. Das sind jetzt aber nur Vierecke vorerst. Und auch der Player ist vorerst nur ein Rectangle. Obwohl, nee, wieso? Wenn wir schon einen Spieler haben, warum nicht? Build Level 1. Mal schauen, ob er das hinkriegt, dass ich da sage. Genau. Method? Global? Achso, eine Methode ist, wenn es in einer Variable gespeichert ist. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, aber die Idee her hat es geschafft. So. So, aber ich wollte eigentlich eine Funktion, eine ganz normale. Genau. Das braucht keine besonderen Parameter. Wir machen jetzt einfach einen Boden mit einer Lücke, würde ich sagen. Das heißt Level. Tiles, und das sind Rectangles einfach, ja. Und es ist eigentlich wurscht, was wir da reingeben. Es muss nur zeichenbar sein und im besten Fall auch kollidierbar, ja. Und das ist ein Rectangle nicht. Und das ist ein Problem. Was machen wir da? Okay, wir machen uns zwei Teils, also die sind grundlegend mal Rectangles, also das macht man ja. War Teil 1, Teil 1 ist gleich New Rectangle. So, das ist mal ziemlich tief unten, so 0 von links, 300 von oben, breit ist es auch 300. Und hoch ist es nur 30, weil es ja ein Boden ist, der ist dünn. Und jetzt sage ich, jetzt mache ich einen Paintable. Var Painter ist gleich New Paintable. Und der ist eigentlich nur dafür zuständig, Vierecke zu zeichnen. Deswegen kann ich dann auf beide Teils geben. Painter.paint ist gleich. Function hat keine Parameter, doch hat Canvas als Parameter.
Und wir wissen ja, was wir da machen müssen. So. So. Die und wenn, das sagen wir einfach Canvas. Paint. Und jetzt ist das von einem Rechteck aufgerufen und das. Ja, was machen? Machen wir Teil 1. Dann kriegt jeder Teil seinen eigenen Painter. So. Teil 1. Paint, paintable ist gleich Painter. So, und das Ganze machen wir nochmal. Nur nennen wir es jetzt Painter 2. Oder wir machen Painter neu. Wir initialisieren es neu. Halt hier mit Teil 2. So, das Ganze ist ein bisschen unübersichtlich. Ich klappe die ganzen Kommentare jetzt mal ein, damit. So. Alle Kommentare eingeklappt, das jetzt doch recht unübersichtlich war. Also wir haben einen Teil, wir geben dem ein Paintable, damit man es zeichnet, damit es zeichenbar ist. Da die Tiles gezwungenermaßen zeichenbar sind, dann setzen wir dem Teil den pa Ta Tile, den Painter, dann machen wir uns einen neuen Painter für das Teil 2 und da brauchen wir natürlich auch ein Teil 2, das wir verwenden können. Das ist nämlich, ich mache da eine Lücke dazwischen, damit wir dann testen können, ob das Springen funktioniert. Ja, so, das ist an der Position 350, also 50er Spalt. Die Y-Achse bleibt, XY, Width ist nur 60, sollte reichen. Und 30 Höhe, lassen wir so. Und das Ganze heißt jetzt aber Teil 2. So. Wichtig hier, Teil 2 passt. Tiles.push Teil 1 und Teil 2. So. Passt es? Genau, das, ja, das passt. So, jetzt haben wir zwei Tiles und jetzt können wir das Level zeichnen. Beziehungsweise das Level wird automatisch dann gezeichnet. Wir haben noch ein Canvas natürlich. Genau, wichtig. Canvas. Can ist gleich New Canvas. Und ich habe wieder hier hinten Canvas aus Java, alter Java. So, das hat ein Rectangle. Wie groß ist dieses Rectangle? Sag mal, beginnt wieder bei der Position 50, 50 und ist 900 breit und 500, 700 hoch. Ja, passt. Das Level haben wir, den Player haben wir auch. Das heißt, wir können schon so. Build Level 1 ist fertig. So, nachdem das Level 1 gebildet ist, können wir dem Canvas seine Funktion geben, nämlich Punkt. Paint ist gleich new, ist gleich Function, hat ja keine Parameter. Und da sagen wir einfach Level.paintable.paint auf das Canvas und Level. Player. Den Player wollen wir noch zeigen. Player.paintable.paint auf das Canvas. So. Und ihr seht auch, hier brauchen wir jetzt einfach nur sagen, zeichne den Spieler, zeichne das Level und dafür sind eben diese Interfaces gut. Ja, damit ihr auch seht, wo, was euch das bringt, wenn ihr diese Interfaces schreibt. So. Jetzt müsste das Level und der Player gezeichnet werden, wenn ich das Ganze importiere und dafür den ganzen Blödsinn hier raus mache.
So, wo haben wir es? Das Game JS, das Allerwichtigste, das ist ganz unten, sogar nach dem Style Sheet. Und es funktioniert natürlich nicht so, wie ich mir erwartet habe. New Rectangle. Document Body. Cannot re read property append child of null. Warum? Also, ich darf das Game erst einbinden, wenn die Seite geladen hat. Das ist natürlich, normalerweise macht man das anders. Mir ist das jetzt aber wurscht. So, jetzt haben wir hier unser Canvas. Das ist jetzt etwas quadratischer als vorher. Der Spieler wird aber nicht gezeichnet. Genauso wenig wie die Welt. Woran könnte das liegen? Wird die Methode, habe ich eine Methode Start oder so? Genau, Start muss ich aufrufen. Und wenn ich Start aufrufe, gibt es einen Fehler. Cannot read length of undefined. Ja, er will das Level zeichnen. Und die Tiles sind. Ja. Wieder dieser Dis-Fehler, der nervt ein bisschen, weil in Java ist das, finde ich, eleganter gelöst. Beziehungsweise da funktioniert es einfach, wenn man Dis verwendet, ist es auch Dis. Aber okay. Das regt ein bisschen auf. Wo haben wir den Fehler? Das ist bei Level. So. Hier brauchen wir wieder diese var Unterstrich Dis. Ist gleich das. Und wir setzen hier unten einfach immer mit einem Unterstrich, weil das wird vom Canvas aufgerufen und da ist das das Canvas und das Canvas hat keine Tiles. Ihr seht, das sind eigentlich im Prinzip immer die gleichen Fehler, die wir machen oder die ich mache, an verschiedensten Positionen. So. Hier darf das Dis stehen, das ist ja. Wird ja nur in, steht ja im Konstruktor drin. Das dürfte keine Fehler geben. Okay, ein Maximum Call Stack Exceed. So, jetzt so. Hier, okay, das ist Function Start. Er startet und versucht, das Level auf das Canvas zu zeichnen. Genau. Dann versucht er im Level ein Teil, also ein Rechteck, auf das Canvas zu zeichnen. Painter.paint, so Bild Level 1. So. Aha, ich sehe. Ah, Paint Rect. Ich sehe. Wir dürfen hier im Game natürlich. Das ist falsch, das ist in Start drin. Nein, im Build Level 1. Genau. Die Painter sind nämlich falsch. Die müssen natürlich Paint Rectangle machen. Weil das ja, die Tiles sind ja Rechtecke. Hier genau, Rectangle. Ihr seht, wir tasten uns ans Funktionieren ran. Was? Canvas.paint Rectangle is not a function. Es heißt nur kann. Ich meine aber dieses Canvas ist not defined. Von was wird es denn ausgerufen? So. Das können wir eigentlich ins Onload reingeben vom Body. So, das kommt wieder da oben hin, wo es hingehört eigentlich.
Und diese ganzen Initialisierungen, beziehungsweise die Initialisierung vom Canvas, die kommt auch in Start rein. So. Das ändert jetzt nichts an der Tatsache, dass es. Aber jetzt muss ich nicht jedes Mal Start eingeben, damit das Ganze funktioniert. So. Paint Rectangle is not defined. Okay, er versucht seinen Zirkel zu machen und alles zu zeichnen, was er zeichnen soll. Da beruft er Paint. Was macht er da? Genau, er ruft dieses Paint hier unten auf. Das heißt, Level, er versucht das Level zu painten. Ja? Im Level sagt er paintet ein Teil. Und jetzt würde ich gerne wissen, was Level.Tiles ist. Das sind zwei Rechtecke mit jeweils einer Position und einem. Also ihr seht, da die Position und die Size stimmen bei beiden. Das heißt, daran scheitert es nicht. Und jetzt sagt er, es gibt in dem Canvas kein Paint Rectangle. Wie geht man da jetzt nochmal weiter? Step over ist F10. Yay, super. Aufnahme mittendrin abgebrochen. Wer kennt's nicht? Super. Naja. F10 ist nämlich die Taste, um Aufnahme zu beenden. Das ist nicht so super. Jetzt darf ich Steuerung. Steuerung Plus geht auch. Steuerung Plus geht auch, um das Ganze zu wenden. Nee, das zoomt nur. Naja, wurscht. Dann müssen wir halt. Achso, Steuerung Plus dieses Zeichen. Genau. Und jetzt gibt es einen Fehler. Nein, ich will nichts auskommentieren. Halt. Okay, gut. Ganz anscheinend nicht das, was ich suche. Bis auf das, dass er jetzt weiter ist, als ich eigentlich wollte. So, wir sind wieder hier. So, und jetzt wollen wir da reingehen. So, das Canvas ist was. Und das Canvas hat auch Paint Rectangle. Ja? Also können wir da auch reingehen. Hä? Canvas.Paint Rectangle is not a function? Was sonst? Was soll Canvas.Paint Paint Rectangle? Habe ich mich verschrieben? Paint Rectangle. Teil 2. Hey, wie kann man da was falsch machen? Oder was ist da falsch? Aber es wird nicht geheim. Ah, ich habe anscheinend wirklich einen Buchstaben vergessen. Verlass dich lieber auf Autocomplete, das macht es besser. So, jetzt lasse ich es mal durchlaufen. So, ihr seht, hier ist schon mal zumindest dieser eine Strich, also von dem Level, von dem ich geredet habe, der ist mal gezeichnet worden. Paint of Undefined, er will wieder was zeichnen, was undefined ist. Jetzt frage ich mich, was ist da undefinedes drin, aber wir können sie ja versuchen. So. Lieber hier. So. Was ist Tiles? Da haben wir zwei drin, beides sind gesetzt. Beim ersten funktioniert es ja. Jetzt sind wir bei 1. Jetzt wollen wir da reingehen. Cannot repaint of undefined. Beim zweiten Teil findet er kein paintable.
Das Teil 2 hat kein Paintable. Ah ja, genau. Teil 2.paintable. Paint ist gleich Painter. Also ne, nicht die Methode. So, da habe ich einfach diese Zeile, die ich hier oben geschrieben habe, vergessen. Und dann pushen wir die beide rauf. So. Jetzt wird es zwar nicht gezeichnet, aber es gibt auch keinen Fehler. Es lädt noch. Das sieht nach einer While-True-Schleife oder sowas aus, weil normalerweise lädt sowas nicht so lange. Ich kann ja mal auf meine Prozessorauslastung schauen. Und ihr seht schon. Nein. Die Aufnahme. Obwohl der Opera-Browser doch 4% braucht, was erstaunlich viel für einen Browser ist. Da der andere Task 1,7 braucht. Und das, wenn ich bin fix, wenn ich das jetzt schließe oder stoppe, dass das runtergeht. Ja, 3%, 2%, also es sinkt. Obwohl es jetzt ist kurz mehr gebraucht. Jetzt frage ich mich, was habe ich da falsch gemacht, dass das so extrem langsam ist. Ich habe natürlich einen Breakpoint drin, den sollte ich wieder entfernen. Er hat nur das erste geladen. Aber da ist doch noch gar nichts drin. Aha, da hat er schon alles geladen. Start is not defined. Sicher, in Game.js. Aha, jetzt funktioniert es wieder. Hier, der Breakpoint, weg damit. Ah, ihr seht, wir haben die Figur, wir können sie jetzt noch nicht bewegen. Zieh es an der richtigen Stelle. Der zweite Stein, der ist etwas weiter unten. Den wollte ich eigentlich auf der gleichen Position placen. Aber das können wir ja machen, nämlich Level. Tiles. Das zweite Punkt X ist gleich, so warte, das Teil ist ein Rectangle, ja, ist gleich 300, 50, 390. Das juckt ihn erstaunlich wenig und das mag, gefällt mir nicht. Wieso ändert das nichts? Mal schauen, ob das was bewirkt hat, mein Verändern. X ist 150. Ich habe es zwar eigentlich auf 190 setzen wollen, aber nee, er bleibt beharrlich bei 150, obwohl ich nicht mal weiß, wie er auf diesen Wert kommt. X 150. Achso, stimmt eh. Aber der Y-Wert ist verschieden. Der ist bei. Er macht alles um 2 Pixel anders. Achso, die Position ist relativ, die gehört auf absolut. So, jetzt stoppt dieses blöde Canvas mal. Canvas.stop. Can.stop. So, dann kann ich hier das auf absolut stellen, dann stimmt das Ganze wieder. Den Fehler habe ich auch in meinem letzten Video ausgebessert. So, jetzt stimmt's. Ja, den Video habe ich auch in meinem letzten Fehler ausgebessert, das war falsch. Da habe ich irgendwann mal relative verwendet, obwohl da eigentlich absolut hingehört. Weil ich habe mich getäuscht, auch absolut macht es relativ zum Parent. Weil wenn ihr schaut, wenn ich hier das Canvas nach oben verschiebe, zum Beispiel das Top wegnehme. Hallo? Ich will das Top wegnehmen vom Canvas. Okay, 350. Was ist denn das, bitte schön? Aha. Kann man nicht verändern. Top. Punkt Style. Punkt
Punkt top ist gleich 399 Pixel. Genau, jetzt händelt sich's und ihr seht, die ganzen Objekte da drin, die verändern sich mit. Die sind jetzt weiter unten, der Spieler ist oben in der Ecke und auch das ist wieder mitgewandert. Das heißt, von dem her könnt ihr absolut verwenden. Ja? Ihr seht jetzt, wir haben hier unsere Welt gezeichnet und ich muss das auch im hier verändern. Im hier. Also nein, das ist im Style. Absolut. So, blöden Task Manager schließen. So, dann sollten die zumindest mal auf gleich sein. So, jetzt reden wir bereits über eine Stunde um den heißen Brei und haben gerade mal einen Spieler und ein Level, der gezeichnet werden. Ein Level, das gezeichnet wird und ein Spieler, der gezeichnet wird. Jetzt kommen wir zu der Physik und zu dem wirklich Interessanten. So, an dieser Stelle habe ich mich dann entschlossen, das Video abzubrechen, weil ich kein 12-Stunden-Video haben wollte. Das ist der Teil 5.1. Das nächste Video ist 5.2 und da wird dann der Rest kommen. Das wird nochmal 1,5 Stunden dauern und dann ist das Spiel aber soweit fertig. Ich hoffe, das ist keine allzu große Unannehmlichkeit. In diesem Sinne, auf zum nächsten Video und das war's mit dem. Bis zum nächsten Mal.